Was für ein cooler Typ. Ohne Scheiß. Ultra sympathisch. Wahnsinn. Einfach so eine coole Socke irgendwo. Leute, es wird Zeit, meinen Kanal zu supporten. Deswegen jetzt gleich mal abonnieren und beim Einkauf von Just Legends den Code CEO benutzen. Checkt meinen übertrieben geilen Merch aus und holt euch das süßeste Kuscheltier aller Zeiten, Bulky. Was geht ab, ihr CEOs hier? Willkommen, Leute, zu Tom. Wer Tom nicht kennt, das ist ein TikToker, ein Instagram-Reeler, ein YouTube-Shortler. Egal, einer derjenigen, wo ich sage so, hey, wenn Content immer so wäre auf TikTok, dann wäre ich der größte TikTok-Fan. Das ist so ein cooler Dude. Und deswegen, falls ihr sagt so, yo, ja, ich finde TikTok scheiße und so, bräuchte mal einen coolen Account in meiner For You-Page. Der ist super. Der ist wirklich gut. Los geht's. Ich habe mal bei der Polizei angerufen, weil vor meiner Haustür so eine Schlägerei war. Ich wohne in nicht so einer guten Gegend. Ich habe mal von einer Zuschauerin das süßeste Video zugeschickt gekriegt. Die hat mich damit nach so einem Date gefragt. Wir gucken uns heute mal zusammen die viralsten Videos an, die ich letztes Jahr gemacht habe. Bevor wir das machen allerdings, möchte ich euch erstmal was anderes zeigen. Und zwar habe ich Post bekommen von YouTube. Tada! Ich habe gesagt, ich kenne es jetzt schon. Ich habe die Box nicht mal erkannt. Der Play-Button! Ich habe auch einen da hinten. Das ist total crazy, sich das vorzustellen. Seit einem Jahr mache ich das. Diese Plattform hier, die bespiele ich am wenigsten ja eigentlich. Trotzdem sind wir jetzt schon 100.000 Leute. Seit einem Jahr macht er das? Oh, wo habe ich denn Wolki hingeschoben? Hoppala. Seit einem Jahr macht er das und der hat 100. Der Tom ist echt nice. Der ist super, oder? Der Typ ist wirklich super. Yo. Ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass ich mal so einen Playbutton in der Hand haben werde. Dankeschön. Der kriegt einen ganz besonderen Platz. Das ist erstmal provisorisch da hinten. Gehen wir rein in die viralsten Videos, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Und wir arbeiten uns von hinten nach vorn, Platz 10 bis Platz 1. Und fangen wir an mit Platz. Dann lerne ich mal, was man machen muss, um auf TikTok berühmt zu werden. Mal reingucken. Platz 10. Der Zaubertrick. Hey! Ich zeig dir jetzt einen Zaubertrick. Weil ich nämlich den Anfang auch schon gut finde. Also ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr euch so erschreckt und dann merkt ihr so, dass ihr euch irgendwie, also relativ uncool erschreckt habt? Mega! Krass! Der Trick ist noch gar nicht durch, Achtung! Achso, okay. Tada! Wo ist er hin? Abracadabra. Aber das war jetzt ein orangener Ball, ne? Ah, gut aufgepasst. Der weiße ist woanders. Wo denn? Woanders. Wo? Woanders. Lichtwechsel, Kamera, Objektivwechsel. Ist doch stark, oder? Es ist dämlich. Ja, ich weiß. Aber ich liebe es. Und auf einmal so ein Gruselsound. Ich habe da irgendwie alles so reingeworfen, so einmal. Auch gute, coole Belichtung gefällt mir. Von unten so belichtet. Anfang, ne? Das ist auch noch von 2022. Ist gar nicht letztes Jahr. Ende 22 angefangen. Es ist 23, okay? Jetzt für das Video. Ich finde es einfach so cool. Man kann einfach so viel ausprobieren. Und da habe ich einfach so viele kleine Gags eingebaut. Wo ist der andere Ball, Matthäus? Abracadabra. Oh, das Gesicht ist auch gut, ne? Abracadabra. Und so mit Licht von unten und so, damit es schön gruselig aussieht. Oh. Tränen auch ganz wichtig. Einmal zeigen, dass ich auf Kommando heulen kann. Das kann er nicht, oder? Kann er das? Irgendwie wollte ich auch einbauen. Also ist eine Menge drin. Was ist das für ein Zaubertrick? Wir wissen alle, wo der Ball ist. In seinem Penis, oder? Ich schnauf. Ist da jemand drin oder ist frei? Weiß nicht. Klopf mal. Okay. Sag mal, wie klopfst du denn? Sag mal, wie klopfst du denn? Lustige Idee, oder? Habe ich danach sehr häufig gesehen, in anderen Sprachen, in anderen Videos. Hat auch mal jemand ein Video gemacht dazu, warum man nicht so winken kann. Hallo? Ja, warum eigentlich? Ach, du bist einer von den Leuten, die denken, dass man die Hand heben muss zum Klopfen. Ja, common mistake actually. Du machst alles so, dass es mich ärgert. Ich mach alles ganz normal. Du hast immer irgendwie Kritik auszusetzen. Aber er hat vollgas recht. Warum hebt man extra den Arm dafür? Voll unnötige Energie. Du musst ja die Gravitation von 9,82 aufheben, um das hier entgegenkommen, um das und so weiter. Energieverbrauch hier, blablabla. Das ist ja voll bescheuert hier. Das sind doch locker 20 Newton. So, mach doch einfach hier, klopf unten schnell so. 9,81. Ach du Kacke. Irgendwie 8,2. So close. Das Mikrofon im Bild, das fällt mir jetzt. Ich habe großzügig aufgerundet. Auch gerade erst auf, warum? Du stehst da mit so einem langen Arm nach unten und klopfst wie so ein komischer. Auch nach wie vor eine meiner Lieblingsbeleidigungen, die schon irgendwie treffen, aber irgendwie nicht so schlimm klingen. Du klopfst wie so ein komischer. Und du bist gemein. Ja, ist so. War frei übrigens. Da habe ich dann angefangen, das erstmal diese Loops einzubauen, dass so das Ende des Videos genauso aussieht wie der Anfang des Videos und dass das dann quasi so übergeht und alles. Ja, damit die Leute das nicht checken und erst beim 1,5 durchlaufen und dann halt die Watchtime 150% ist und dann TikTok ist so, lass viral gehen, Bruder. Ja, da war ich auch sehr stolz drauf. Das sieht man ganz oft bei ganz vielen Creatoren. Es fällt mir meistens auf, wenn die das machen. Es gibt so ein paar Mal, wenn es richtig gut gemacht ist, auf irgendeine Art freue ich mich dann über die Technik, wo ich genau weiß, wie es funktioniert. Also man spielt das Ende des Videos und spielt dann weiter den Anfang und dann cuttet man es halt in der Mitte und dann schiebt man den Anfang an den Anfang. Und das ist voll komisch, weil du musst dann mit dem ersten Take so beginnen. Und darum mache ich dazu ein Video, doch.
was ist eigentlich mit ApoRed los? Du musst es dann einsprechen und dann musst du es halt cutten. Und das ist halt voll komisch, dass man beim Aufnehmen sozusagen eigentlich mit dem letzten Satz sehr startet. Andernfalls müsstest du halt im zweiten Satz einsteigen und am Ende das Ganze sagen. Aber irgendwie mache ich es immer so rum, dass ich den Schlusssatz zuerst sage. Und dann immer so, keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir müssen uns mal Bibi genauer angucken. Doch, kennt ihr noch diese YouTuberin? Das ist total stark. Das Ende lässt man am Ende und dann sieht es halt so aus, als würde es einfach... Es ist gar nicht stark, echt voll low. Infos sind alle komisch. Tom ist ein ganz komischer. Einfach weiterlaufen. Ist halt einfach ein guter Effekt. Hey, ja. Sag mal, kannst du Ski fahren? Ja, tatsächlich schon. Man könnte sagen, ich fahre gut Ski. Ich fahre richtig... Den kenne ich sogar. Mann, der ist so scheiße. Richtig schnell. Wirklich? Jo. Weil mich immer wieder Leute fragen, wie ich auf die Ideen komme oder wie so der Prozess ist, wie ich... Du klaust aus dem Start, denke ich mal, oder? So einen Sketch entwickel. In dem Fall war es wirklich so, dass mir dieser Chanel-Witz eingefallen ist. Also ich fahre Chanel und ich fahre Gucci. Habe ich halt schon zwei. Und dann überlegt man, okay, was kann man noch einbauen? Und dann gucke ich halt, wie ich das irgendwie dumm einbauen kann. Ich habe einfach eine Liste auf meinem Handy. Zum Beispiel arbeite ich gerade an so einem Autowitz. Der offensichtliche, der mir jetzt schon eingefallen ist, ist, ich fahre im Auto zu Fiat. Also zu Fiat. So. Versuche ich einfach Dinge zu sammeln und dann das alles unter einen Hut zu bringen und dann schreibe ich mir das auf und dann spiele ich. So ein bisschen Willi Astor-like, ne? Spiele ich das einfach nacheinander und dann schneide ich es zusammen. Ich habe zwei sehr gute Freunde, die mir immer ganz gut helfen dabei, dann schicke ich das mal so rüber. Max und Kira, Shoutout an euch beide, wenn ihr das seht. Max ist sehr stark, was so Wortwitze angeht. Der Rest ist einfach dann nur Imagination und einfach dumm genug sein, um diese Sachen die ganze Zeit auszusprechen und aufzuschreiben dann. Mein Boss sagt auch, er kann Skifahren. Ha. Und? Mhm. Mein absoluter Favorit. H&M, Alter. Favorit. Ha. Und? Hm. Da bin ich richtig stolz drauf. Auf den bin ich richtig... Nee. Obwohl, ja doch. Ich lass ihn dir. Ich bin stolz. Das ist, glaube ich, mein Favorite-Wortspiel, was ich jemals gemacht habe. Ha. Und? Hm. H&M, ne? Ist natürlich immer eine Sache des eigenen Ermessens, aber ich sag mal, er kann nicht so gut die Balenciaga halten. Ist egal. Ich wollte dich fragen, ob du mit ins Swarovski-Gebiet möchtest. Hm, wer kommt denn mit? Bis jetzt sind wir fünf. Theo, ich, Valentino, Ralf, Lauren. Safe hätte man da noch mehr einbauen können. Ich wollte da mich nicht so draufsetzen, aber liegt natürlich nahe, dass man Aufzählung von Eigennamen ganz gut in so ein Gespräch einbringt. Victoria's Secret? Oh, geht nicht. Kann da... Fallen mir jetzt keine anderen Sachen ein, aber da fallen einem... Marco Polo. Stimmt noch Sachen ein. George, Gina, Lucy. Zum Beispiel. Scheiße, kenne ich alle nicht. Kostet viel? Was? Geld. Ah, Money. Naja, Skiurlaub ist nicht ganz günstig. Fände ich nicht gut. Ich kann... Armani war es aber schon gut. Kann bezahlen. Oh, mega. Rolex mal, ist schon okay. Da werde ich mich aber noch givenchieren. Könntest du mir mal viel Spaß wünschen? Ich wünsche dir auch viel Spaß. Finde ich tatsächlich auch sehr stark. Also... Boah, das Ende war ein bisschen gezwungen. Aber ich finde es... Also trotzdem, ich habe das Video gesehen und war nur so... Was für ein cooler Typ. So eine Scheiß. Ultra sympathisch. Wahnsinn. Einfach so eine coole Socke irgendwo. Endet auch auf einem guten Day. Guter Sketch. Finde ich stabil. Also freut mich auch, dass er euch so gefallen hat, weil ich finde den auch echt gut. Alles. Aber schön, dass er auch sich traut, sich selbst abzufeiern. Weil voll viele sagen immer, man darf seine eigenen Werke nicht feiern. Und ich bin der Meinung, unbedingt. Also ein Influencer, der seine eigenen Werke nicht gut findet, das soll aufhören, es hochzuladen. Weil wenn du Scheiße hochlädst oder Sachen, hinter denen du nicht stehst oder die du dumm findest, dann hör auf damit, du machst dich nur unglücklich. Nur weil es Kohle bringt, ist ein bisschen schwach. Also, lieber lädt man was hoch, wo man übel hintersteht und sagt so, boah, ist das geil. Weil dann wird sie auch am besten. Ich habe das in meiner Küche aufgenommen. Ich nehme meine ganzen Dinger in meiner Küche auf. Alles nehme ich in der Küche auf. Mein ganzes Leben findet in der Küche. Ist halt, weißt du, wenn der gutes Licht. Die Stadt, habe ich das Gefühl. Ich hätte eigentlich gern so ein Studio oder so, wo ich das alles einfach... Mach das nicht. Es muss authentisch bleiben. Mein Studio ist auch einfach in meiner Wohnung. Das ist mein Büro. Ich hock hier auch zum Zocken und so. Mal so lassen kann fürs Aufnehmen, wenn ich in meiner Küche Sachen aufnehme. Ich muss dann erstmal alles aufräumen da. Dann will ich mir mal was kochen zwischendurch und dann muss ich das alles wieder wegräumen. Ich habe halt am meisten Licht in meiner Küche, deswegen nehme ich das da immer auf, aber es ist immer ein ganz schöner Struggle. Platz Nummer 7. Kurze Frage, welche Farbe ist das? Das ist so geil. Das war einer der ersten Clips, die ich gesehen habe und war nur so, boah, ist das stark. Jetzt passt auf, was passiert. Das ist blau. Genau, aber warum? Ja, keine Ahnung, Mann. Alle nennen das blau. Aber warum nennst du die Farbe so? Warum ist das blau und nicht eine andere Farbe? Ja. Erstmal möchte ich eine Sache sagen. Gute Tasse hat er da. Falls ihr noch welche haben wollt, sind gerade die letzten. Ich weiß nicht genau, wann ich die nachmachen werde. Und ich liebe diese Tassen und ihr liebt die auch. Also wenn einer von euch noch eine Tasse haben will, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich glaube auch bei Lolingo/CEO gibt es auch coole Tassen. Und zwar richtig coole Tassen. Da steht nicht drauf. Schon da steht drauf, CEO ist cool, ich will ein Kind von ihm. Ich bin mir gerade so einen dabei. Keine Ahnung, Mann, alle nennen das blau. Aber warum nennst du die Farbe so? Warum ist das blau und nicht eine andere Farbe? Ja, keine Ahnung, Mann, das ist auf jeden Fall blau. Ja, ich glaube, meine Theorie stimmt nicht. Wir sehen alle Farben gleich. Ja, natürlich sehen wir die gleiche Farbe. Ich muss dazu sagen, hat's gemerkt? Seine Schriftfarbe ist gewechselt.
Ich habe diese ganzen Puppenkisten-Dinger jetzt rausgelassen. Die wären überall dazwischen gewesen und dann hätte ich jetzt hier nur ein Puppenkisten-Video gemacht. Das können wir nochmal in einem einzelnen Video machen, aber ich habe gedacht, die lasse ich jetzt erstmal raus. Es wundert mich tatsächlich ein bisschen, dass das Platz Nummer 7 ist. Dieses Konzept, was ich da in dem Video versuche rüberzubringen, das scheinen erstaunlich viele nicht ganz verstanden zu haben in den Kommentaren. Das glaube ich, dass manche zu blöde sind. Aber, keine Ahnung, irgendwie war es doch ganz früher schon der Gedanke im Kopf, so sehen wir alle Farben gleich? Sehen wir generell gleich? Ich würde sagen, das bestimmt nicht. Bei Farben bin ich mir nicht sicher. Vielleicht sehen wir, ich hab's auch nicht verstanden. Also wenn ich sage, welche Farbe ist das, dann sagst du vielleicht blau. Aber vielleicht ist für mich, vielleicht sehe ich das gar nicht als blau, vielleicht sehe ich das als rot. Und nenne es aber auch blau, weil wir uns bald darauf geeinigt haben, dass diese Farbe blau ist. So. Aber vielleicht sehen wir ja Farben unterschiedlich, wir alle. So. Also ich glaube da zwar nicht so dran, ich habe das Gefühl, wir sehen schon alle ungefähr gleich. Aber halt so, der eine heller, der andere dunkler, der eine kontrastreicher, der andere blässer, der andere farbintensiver, der andere entsättigter. Also ich glaube, wir haben da schon andere Augen, was die Mechanik angeht. Aber mein Gefühl ist, dass die Farben könnten schon gleich sein. Aber wissen werden wir es nie. Man müsste das Gehirn wechseln, um nachzugucken, ob man Dinge anders sieht. Ob Augen das irgendwie anders wahrnehmen könnten oder das Gehirn das anders verarbeitet. Oder vielleicht sehen wir generell alle komplett anders. Dass die Welt für jeden völlig anders aussieht. Ich weiß ehrlicherweise auch immer gar nicht, ob das so vielleicht nicht dran liegt, dass ich bei diesem Video jetzt nicht die perfekte Ausdrucksform dafür gefunden habe. Das ist wahrscheinlich dann schon... Ich glaube, länger die Bilder anzeigen und öfter die verschiedenen Farben zeigen. Schuld der Person, die dieses Video gemacht hat. Ich habe halt zu der Zeit auch jeden Tag ein Video aufgenommen. Ich glaube, vielen ist das nicht klar. Das ist dann pretty much ein 24/7-Job. Ich war da eigentlich nur am Videos machen. Und ich habe ja einen Beruf. Also ich mache ja was anderes hauptberuflich nebenbei. Ich bin ja Schauspieler. Also ziemlich jede andere... Schauspieler, wie cool. Wo sieht man dich? Das ist ja mega stark. Also ich finde, Schauspieler sein war auch mal was ich mir vorstellen hätte können. Aber ich bin leider zu schlecht. Also ich bin nicht sehr beschissen, aber es reicht gerade mal so für eine deutsche Soap vielleicht noch. Aber selbst da, glaube ich, tue ich mich... Also ich bin nicht so ein guter Schauspieler, leider. Ja. Ich brauche mal ein bisschen mehr Unterricht. Ist ja alles self-made bisher, so abgeschaut und... Ein bisschen was habe ich von Yoshi gelernt, aber das war es auch schon. Eine wache Minute habe ich eigentlich mit diesen Videos verbracht. Und dann hätte ich da vielleicht, wenn ich mir jetzt noch mal einen Tag mehr Zeit genommen hätte, vielleicht eine bessere Ausdrucksform gefunden. Moment mal. Socke, Socke, Schuh, Schuh. Nee, Digga. Socke, Schuh, Socke, Schuh. Socke, Schuh, Socke, Schuh. Socke, Schuh, Socke, Schuh. Socke, Socke, Schuh, Schuh. Schon geil, dass man nur mit den Worten Socke und Schuh eine komplette Unterhaltung führen kann, ne? Socke, Socke, Schuh, Schuh. Schuh, Schuh. Ja. Schuh, Schuh, Schuh. Scha, scha, scha. Anke Engelke und Bastian Pastewka. Wer von euch LOL noch nicht gesehen haben sollte, ist eine absolute Empfehlung. Ich mag es eigentlich gar nicht so gerne, weil ich spiele immer mit, dich Idiot. Dann quäle ich mich halt durch. Ich will nicht lachen darüber. Aber ich muss ja lachen, sonst ist die Show ja nicht lustig für mich. Egal. Empfehlung von mir an der Stelle nochmal. Steht schon recht weit oben auf meiner Bucketlist, zu LOL zu kommen. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Video Nummer 5 mit 3 Millionen Aufrufen. By the way, natürlich Socke, Socke, Schuh, Schuh. Weil das wäre voll random, wenn ein Schuh fest eingepackt ist. Und wer das denn friert, der andere noch? Das ist, muss ich auch mal kurz dazu sagen, ne? Wir reden hier über alles, das sind alles so Multimillionen-Videos. Das ist komplett crazy für mich. Ich weiß, in Zeit von online und so, das ist voll normal, aber ich... Nein, das ist überhaupt nicht normal, du Hund! Ich hätte auch gerne Millionen Aufrufe. Da merkt man wieder, dass Tom doch ganz schön abgehoben ist. Leck mich am Arsch. Vielleicht canceln wir ihn doch alle mal. Ich finde das so heftig. Du hast eine Zeitmaschine. Vergangenheit oder Zukunft? Vergangenheit. Was? Nein, Zukunft. Safe. Ja, na klar, Vergangenheit. Was würdest du in der Vergangenheit wollen? Früher war nichts besser. Ja, so viele Leute in den Kommentaren, die gesagt haben, sie würden in die Vergangenheit gehen. Was stimmt mit euch nicht? Warum würde man in die Vergangenheit gehen wollen? Ich dachte, es gibt einen allgemeinen Konsens darüber, dass man in die Zukunft gehen will und nicht in die Vergangenheit. Tom? Es tut mir leid, dich korrigieren zu müssen, aber du bist ein kompletter Vollidiot. Du darfst eine Sache nicht vergessen, wenn du in die Zukunft reist, kann es passieren, dass du in eine Zeit reinreist, wo die Menschheit nicht mehr lebt, aus einem guten Grund. Also zum Beispiel sowas wie, das ist alles total verseucht oder der Planet hat sich so verändert, dass wir 1000 Grad haben und so. Das heißt, wenn du in die Zukunft reist, ist es möglich, dass du in deinen eigenen Tod reinreist. So, ne? Du nimmst einen DeLorean, reist in die Zukunft, dann bist du plötzlich auf einer Erde, wo menschliches Leben nicht mehr möglich ist, dann bam, bist du tot. Und dann hast du verkackt. Das heißt, es ist so eine Time-Maschinen-Zeitreise, wo du so in so einem sicheren Ball bist, wo nichts passieren kann. Also selbst dann ist es auch gruselig. Du reist zum Beispiel in die Welt rein und merkst so, toll, 2 Wochen später ist die Welt ja tot. Also, es ist, die Zukunft zu wissen ist manchmal gefährlich und du kannst in deinen eigenen Tod reinreisen. Die Vergangenheit kannst du dagegen bestimmen und sagen, hey, der Ort, die Zeit, da war nichts zu der Stelle. Da kann ich hinreisen, das ist okay. Und ich würde super gerne ins Jahr 2015 reisen und ab Red einfach da schon eine runter und sagen, tu es nicht mit YouTube. Mach kein YouTube, was schon mal. Nee, ich will auch gar nichts verändern in der Vergangenheit, weil es ist so gefährlich. Butterfly-Effekt, ne? Am Ende ohne ApoRed hätten wir. Was könnte besser sein, oder? Hätten wir keinen Klängern? Oder ich weiß es nicht. Ich sag das hier so aus Witz, in der Vergangenheit war nichts besser, aber Leute, in der Vergangenheit war nichts besser. Frauen durften vorgestern noch nicht wählen. Warum? Ja, okay.
Richtig so. Das war noch eine gute Zeit. Da durfte man Frauen auch noch anfassen. Und es gab die Deutsche Mark. Würdest du in die Vergangenheit gehen wollen? Ist mal ehrlich. Die einfachsten Sachen wurden noch nicht erfunden. Okay. Was? Weiß ich jetzt nicht. Idee. Was? Zug. Ah ja. Ja, ich würde einfach einen Zug erfinden. Jetzt komme ich hier in so einen Rant rein, ne? Aber Leute, die so sagen, ey, ich würde einfach in die Vergangenheit gehen und in Bitcoin investieren. Es gibt einen Grund, warum du nicht in Bitcoin investiert hast damals. Man müsste ja nur die Lottozahlen von morgen kennen. Ja. Kennst du aber nicht. Ich würde in die Vergangenheit gehen und... Stimmt, Lottozahlen ist besser, weil Glücksspielgewinn ist steuerfrei. Aber Bitcoin müsstest du versteuern. Dich ein bisschen ärgern bestimmt. Wenn du so 8 Millionen hättest und dann 4 Millionen hätte gerne der deutsche Staat. Und du bist so, no, sicher nicht. Aber Bitcoin war früher wirklich bei weniger als einen Cent. Hättest locker 10 Euro investieren können und, keine Ahnung, 50.000 Bitcoins kaufen können. Wie schweinereich wärst du denn jetzt? Und ich kenne sogar eine Person, die ist reich durch Bitcoin geworden damals. Also bevor, der Bitcoin war dann bei 1.000 Euro und er konnte verkaufen, war es super reich. Weil eben früher hast du wirklich, nicht einmal einen Cent war der Wert. Naja. Eine Dampflok erfinden. Ja, wie funktioniert eine Dampflok? Und alle so in den Kommentaren. Ja, ist doch ganz klar, wie eine Dampflok funktioniert. Habe ich doch im Physikunterricht gelernt. Ja, dann bau mal eine. Okay, wie würdest du das machen? So mit nee. Wie? Ja, Kohle rein und dann... Dankeschön, raus! Also ich weiß, wie eine Dampfmaschine geht. Ich kann es trotzdem nicht bauen. Vor allem ohne die Werkzeuge. Damals gab es ja auch gar keine Drehmaschinen. Und ich könnte den Kolben nicht schleifen, glaube ich. Zumindest mit dem Handschleifen, das würde ich nicht schaffen. Wird das? Was denn? Dann machst du so rein und dann... Wie funktioniert irgendwas? Ja, so genau weiß ich das nicht. Ich weiß ja auch, wie eine Dampf... Nein, Tom, du weißt überhaupt nichts. Was? Würde ich das schon nutzen? Vergangenheit reisen? Ich konnte so viel überzeugen. Ach, schön. Ihr seid alle tot, by the way. Ihr reist in euren eigenen Tod eventuell. Mal gucken, weiß ich nicht. Maschine funktioniert, ne? Wissen wir, glaube ich, alle. Aber... Wie? Wie funktioniert Licht? Wie funktioniert Strom? Wie baut man sich ein Haus? Wie wird ein Bett gebaut? Wie wird Käse gemacht? Wenn du in der Natur ausgesetzt bist, wüsstest du, wo Norden ist? Ich habe mal bei der Polizei angerufen, weil vor meiner Haustür so eine Schlägerei war. Ich wohne in nicht so einer guten Gegend, Leute, holt mich hier raus. Der Polizist hat doch allen Ernstes am Telefon gefragt, in welche Himmelsrichtung sind die gegangen? So... Südosten, was weiß ich denn? Und er dann so, ja, keine Ahnung, nach Norden oder nach Süden? Und ich so, zum Wald, keine Ahnung, was ist das denn für eine Frage? Und dann hat sich auch noch rausgestellt, er war jünger als ich. Und er so, ja, ich war bei der Bundeswehr. Okay. Müsstest du im Zweifel? Ja, klar, weißt du, ich lade mein Video immer um 1700 hoch. Nee, aber ich glaube, man kann auch Google Maps nachgucken, wo Norden ist und so. Hättest du dann ein Handy rausholen müssen und so hinstellen und so und dann gucken, da lang. Welchen Pilz man essen darf und welcher giftig ist. Wir leben in dem konstanten Irrglauben, dass die Menschen, die vor uns gelebt haben, uns intellektuell unterlegen sind, aber das Gegenteil ist der Fall. Du verstehst nicht einmal, wie das Handy funktioniert, was du in deiner Hand hältst. True. Dieses Video habe ich nicht zu Hause aufgenommen, das sieht man auch im Hintergrund. Ich bin in Österreich in einem Hotel. Ich habe nämlich gedreht, der Bergdoktor habe ich gedreht. Es war... Oh, wie cool! An einem Drehtag, also das war nachts noch. Bin von einem sehr langen 12-Stunden-Drehtag oder so nach Hause gekommen, der sehr früh anfing, wahrscheinlich so um 4 oder so. Und bin dann nach Hause, habe mich geduscht, habe mich ready gemacht und habe dann noch das Video aufgenommen. Kleiner Zwischeneinwurf übrigens, ich trage hier meinen eigenen Merch. Das ist das erste Mal, dass ich eigene Kleidung produziert habe. Und wenn ihr euch das angucken wollt und vielleicht was kaufen wollt, dann könnt ihr auf www.dochdoch.shop gehen und euch was aussuchen. Ich verlinke euch das aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich habe richtig viele Designs gemacht. Die Sachen sind alle heftig gute Qualität. Und falls ihr Bock habt, ich freue mich richtig doll, wenn ihr euch das anguckt und euch vielleicht was holt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Das viertmeist gesehene Video ist das erste Video, was wir hier sehen, was ein Trend ist. Auf TikTok macht man eigentlich immer so Trends nach und so benutzt so Audios, die viral gehen. Und dann, das ist ehrlicherweise auch die viel schlauere Art, Content zu machen, weil man halt sich in einem festen Rahmen bewegt. Macht irgendwie auch richtig Spaß. Das ist eh eigentlich so die Stärke von TikTok, dass es da so Sachen gibt, die alle immer wieder replizieren, aber jeder das irgendwie so eigen macht oder versucht es eigen zu machen. Was ich ganz besonders cool finde, als ich angefangen habe, diese Augsburger Puppenkisten-Videos zu machen, da haben dann Leute angefangen, das nachzumachen und haben das hochgeladen. Ich habe mal von einer Zuschauerin das süßeste Video zugeschickt gekriegt. Also sie hat mich damit nach so einem Date gefragt und ich war so übelst geschmeichelt, aber ich habe dann Nein gesagt. Die hat einfach so ein komplettes Puppenkisten-Video nachgemacht. So warum hast du Nein gesagt? Weil du gegeben bist oder weil sie nicht dein Typ war? Vielleicht auf Männer und so? Das wäre sehr cool. Aber ist auch nicht schlimm, wenn nicht. Wie du interessiert. Mit schwebenden Füßen und alles. Und es war auch richtig gut. Daran denke ich manchmal noch. Vielleicht habe ich meine große Liebe da draußen zurückgelassen. Diesen Trend habe ich gemacht, weil ich den so sehr liebe. Ich glaube, es ist einer meiner favorite Trends, die es jemals auf Social Media gab. If you see another person that looks identical to you, run away and hide.
Ich find's selber so gruselig, ne? Das hat so Spaß gemacht, das zu machen. Wie dieser Sound so gruselig wird am Ende. Ich hasse das, ich liebe das. Der ist ja eigentlich nur so ein Film. Ich hasse das, ich liebe das. Der so einen VHS-Kassetten-Look repliziert. Die besten Jumpscares sind so diese, wo man suchen muss und sich dann erschreckt, wenn man's findet. Alter. So, wir sind in den Top 3. 14,2 Millionen. Boah, der Wichser, ich hab's echt nicht gesehen. Habt ihr das gesehen? Oh Gott, wenn ich hab's hier zurückspulen, hilft nix. Views sehe ich hier gerade. Holy shit. Das erste Mal, dass ich ein Make-up-Video gemacht habe, obviously. Du schminkst dich? Bist du etwa woke? Nicht gesehen? Ich hab's gesehen. Alter, war das gruselig gerade. Nicht gesehen! Ich finde den Sound so geil von diesem Trend. Da kommt jetzt so ein Drop und dann wird's gruselig. Diese gruseligen Dinger finde ich ganz geil. Bis ich diesen Gang, das hat so lange gedauert. Ich habe das zigtausendmal aufgenommen und ich war irgendwie nie zufrieden damit. Da war ich irgendwie sehr unzufrieden. Und dann am Ende habe ich es geschnitten und dann war es richtig cool. Vielleicht soll ich mehr Trends machen. Vielleicht bin ich einfach mal ein schlauer Content-Creator und mache einfach das, was alle anderen auch machen. Nicht die Trends, bitte nicht. Das zweitmeistgesehene Video und ein... Zieh doch bitte auf damit. Ja, ja, ich höre auf damit. ...ist der Videos, was ich am häufigsten auf anderen Social-Media-Kanälen 1:1 nachgemacht gesehen habe. Viele ohne Credit, by the way. Stimmt, das habe ich tausendmal gesehen. War immer so, wer war das Original? Er behauptet, er sei das Original. Ist spannend. Ich habe es gesehen, mich hier mit, wenn du ADS hast und einmal, wenn du über 30 bist. Und ich bin so, er macht es aber am besten, nämlich gar nichts. Nix da, wenn du irgendeine dumme Scheiße. In dem Video ist es ganz besonders so, dass ich mir sehr genau Gedanken gemacht habe, mit welcher Hand ich was hochhebe, warum das Nutella-Glas da unten steht, warum der Toast in der Mitte des Bildes ist und also ich habe mir da über Framing und Cuts sehr, sehr genau Gedanken gemacht und das ist das, was der größte Teil der Arbeit ist. Ich habe das Video gedreht, habe es geschnitten, habe gesehen, wo es nicht funktioniert, habe es nochmal umgeworfen und habe es am nächsten Tag nochmal gemacht. Ich habe sogar 2 Tage dafür gebraucht. So fühlt sich mein Leben einfach an, ne? Wie dieses Video. Und jetzt stellt euch mal vor, dass jemand, dessen Leben so ist, so ein konzeptionelles Video macht. Weißt du? Wir kommen zu Video Nummer 1, das meistgesehene und im Übrigen auch das 100 Pro. Was Versautes, oder? Und dass wir Arbeit drin steckt. Ja, glaubt man nicht. Also alle sagen immer so, hey, TikToker, die machen irgendeinen Käse. Ja, viele schon, bestimmt. Manche aber auch nicht. Genauso bei YouTuber, Influencern, allem. Musiker. Viele chillen ihre Eier. Aber die meisten eigentlich nicht. Das meist gelikte und meist kommentierte Video, was ich jemals hochgeladen habe. Wenn ihr es euch nicht eh schon denken könnt, welches Video das ist, dann wird euch das jetzt sehr verwundern. Das ist nämlich ein Video, wo ich eine Zwiebel schneide. Können wir einmal kurz darüber reden, wie... Ich bin Magie, Digga. Digga, ich bin Magie, was los? Das ist das absolute Gegenteil zu dem Video, was ich vorher gezeigt habe. Dieses Video, da habe ich original 1 Minute für gebraucht, um das aufzunehmen. Und das ist dann so ein Video, was so durch die Decke geht. Es gibt viele solche Situationen. Ich bin Magie, Digga. Ist ein geiler Satz eigentlich. Vielleicht muss ich mal benutzen. Statt Bruder Magie, ich bin Magie, Digga. Wo ich ein Video dann schnell aufgenommen habe, hochgeladen, ist komplett durch die Decke gegangen. Guckt man eine Woche später, einen Monat später drauf und denkt so, ah ja, okay, deswegen ist das so gut. Bei dem Video, ich verstehe es nicht. Diese großen Zwiebeln gibt es bei meinem Edeka. Die habe ich gekauft, habe die durchgeschnitten und die ist so rumgerollt. Boah, das ist ja richtig witzig. Da müsste ich mal ein Video drüber machen. Habe ich vergessen und dann habe ich mir diese Zwiebeln nach 2 Monaten wieder gekauft und dann ist es mir wieder eingefallen. Alle so, wie oft hast du es gedreht? Einmal. Einmal habe ich das gedreht. Lustigerweise ist das ja ein Video, in dem ich Deutsch rede und das ist international so durch die Decke gegangen. Mein absoluter Favorit war aber, dass The Daily Dose of Internet mich angeschrieben hat, ob er dieses Video benutzen darf. Ich liebe diesen Channel seit Jahren. Das ist das meist... Boah, das ist wirklich eine Ehre. Sehende, meist geliked und meist kommentierte und meist vervielfachte Video, was ich dieses Jahr oder letztes Jahr hochgeladen habe. Nein, es ist nicht gestaged, es ist tatsächlich passiert. Ich wusste, dass es passieren wird, deswegen habe ich es ja aufgenommen, aber ich habe einen Versuch gebraucht. Soll ich euch mal sagen, wie egal mir dieses Video war, als ich es hochgeladen habe? Ich habe es in TikTok geschnitten. Ich habe es in der App aufgenommen und geschnitten. Wenn ihr Ideen habt oder Wünsche, was ihr auf YouTube sehen wollt, das ist die einzige Plattform, wo ich noch nicht so genau weiß, was ich mit diesem Langform-Content hier machen will, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren und dann lese ich mir das durch und dann setze ich das um. Ich hoffe, ihr habt einen richtig schönen Tag. Ich sage,
Lad du mir mal ein Draw My Life hoch. Das ist ein Trend, der ist schon auf YouTube etwas älter. Ich glaube, kommt trotzdem gut an. Und ich würde sehr gern alles über dein Leben mal hören. Lass dir bitte auch Zeit. Schreib ein ordentliches Skript. Kann gerne auch ein 20-Minuten-Video werden. Und malen uns mal einfach mal zusammen. Auch schlecht malen, das ist egal. Ich mal auch mal ganz hässliche Draw My Lives oder Draw My Years. Aber einfach mal das mal fett. Wer bist denn du eigentlich so? Woher kommst du her und so? Das würde ich sehr cool finden. Und ansonsten, ein OnlyFans-Account wäre doch was. Willst du Tom stalken? Nein! Okay, dann bis dann. Ciao.